da. Hallo. Die blenden übelst in deren Richtung. Anya! Kommen, Anya! Hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Und pass auf dich auf. Das wird schon. Anya, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett. Aber ich schätze... Die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Nächster Halt, Lakeview-Bezirk. Wir stecken hier fest. Mussten aufs Dach des... Hey, Anya, wie heißt das Scheißding hier nochmal? Wir sind auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten, aber diese Typen kommen angeschossen wie Flitzekacke. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Hey, lahme Ente, sind Sie auf einer gottverdammten Kreuzfahrt? Das Regime reißt uns hier den Arsch auf. Fergus, verstanden. Tut mir leid, werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. So, den haben wir auch gefallen. Kanalisation. Gibt's nicht, ne? Hauptsache hier gibt's Sprit. Nicht aufhören, Anya! Wenn wir schon untergehen, dann mit wehenden Fahnen! Grace!
Holen Sie uns jetzt hier raus! Meine Fresse, Chris! Das war knapp! Immer noch eine lahme Ente, aber die großartigste, die ich je gesehen habe! Fergus, Anya, helfen Sie allen an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Blast-Regime wird sich sammeln hier an wieder angreifen. Aus Lake View Apartment-Gebäude und ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Laskovic, alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Machen wir die Atomkanone bereit! Wovon reden Sie da, Fergus? Die Schockwelle der Atombombe schiebt das Boot vielleicht raus! Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Blaskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime.
Den Außenmerzer überwacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Klingt wie eine typische Regime-Infiltration. Ich brech beim Generalstab ein und zieh mir die Daten von ihren Computermaschinen. Kein Problem. Bis auf die Tatsache, dass der Generalstab jetzt auf der scheiß Venus sitzt. Venus? Seitdem sie den Generalstab in Roswell mit einem Atomsprengkopf weggepustet haben, versucht das Regime wieder auf die Beine zu kommen. Also haben die den Generalstab auf einen anderen gottverdammten Planeten verlegt. Die hohen Tiere und streng geheimen Militärgeheimnisse sind jetzt in einer gesicherten Basis auf der Venus. Der Venus. Dahin werden sie es unter keinen Umständen schaffen, mein Bester. Egal, wie viele Waffen oder verdammte Leute sie haben. Diese Sicherheitsvorkehrungen können sie nicht umgehen. Ja? Nicht mit der Einstellung. Oder vielleicht? Ja, doch. In 2 Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blazkowicz im Mondballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimatstadt gönnt. Was denken Sie denn, Anja? William und ich trinken mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört er zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schiefgehen. Herr Redfield? Herr Jules Redfield? Oh, ja, das bin ich. Ich bin Hade Linde, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Sollen die schauspielen, die es können. Hat Ihr Agent Sie hier ins Spiel gebracht? Nee, Mann. Die haben mich bei einer Mystery-Show gesehen. Fanden mein Gesicht passend. Echt aufregend. Die Venus und so. Ja, aber schon komisch, oder? Warum die Venus? Warum nicht in L.A.? Der Produzent muss ein großer Fisch sein. Setzt alles in Bewegung. Ja. Haben Sie irgendwelche Bühnenerfahrung? Wie war noch Ihr Name? Roland? Ronald. Ronald? Nein, früher hauptsächlich Radio. Inzwischen nur Film und Fernsehen. Ich habe auch überlegt, zum Film zu gehen, aber mein Herz gehört dem Theater. Ich weiß nicht, ob ich die Rolle überhaupt will. Es fühlt sich irgendwie unecht an, so ohne Zuschauer. Verstehen Sie? Natürlich. Unglaublich. Ich vernichte euch alle. Ach, kommt schon, ja, das geht besser. Ich vernichte. Ich vernichte euch. Oh, meine Güte, du Idiot! Wow.
Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Soll ich mir jetzt echt aufschreiben oder wir lesen lieber? Was? Ich denke mal, das Geld müssen wir uns merken. Die eine Regimehure, ja. Okay, das kriegen wir hin mit der Hure. Sie verwaltigen und töten. Ja, okay, das kriegen wir auch hin. Ich vernichte euch alle. Plätze einnehmen, rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Heidelinde, kommen Sie. Sind Sie das? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitsch vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Keller auch nur ähnlich. Herrgott, nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler. Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr? Heiler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Kanzler. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Verräter? Ein niederträchtiger Verräter? Nein, nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. Sie kommen immer wieder, Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. Oh, William. Oh, Joseph. Oh, Blaskowitz. Oh. Adelinde? Mein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundert-Epos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich investiert habe, damit jede Szene, jede Zeile, jede Silbe federfrei ist. Bravo, mein Kanzler, bravo! Um Gottes Willen. Mutter, mir ist so kalt. Weg! Weg. Sie spielen die Szene. Adelinde! Sie auch!
Ein kaltblütiger Terrorist? Das sind Sie! Was habe ich da geschrieben? Genau, und Sie, ein Regenwurm. Ein Regiewurm. Und Sie, eine nette Frau. Und Sie, eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Ich glaube, das war der letzte Spruch. Ich vernichte euch alle. Die Worte stimmten. Aber sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Wie können sie sein? Was sie nicht verstehen? Sie spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle. Ein kaltblütiger Terrorist. Das sind sie. Und sie eine Regimehure. Sie Monster. Was haben sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen. Dieser verdammten, wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskowitz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskowitz war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskowitz steht kurz davor, die Bombe zu legen, die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Ich blute, Miss. Ich brauche eine Pause. Text, bitte. Ich brauche einen Arzt. Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Ja.
Das war schrecklich. Warum? Herr Redfield, bitte. Oh, Ihr Gott. Auto. Okay, wenn es sein muss. Hauptsache, der pisst da überall Herr hin Redfield, und kotzt hierher. Gehen Sie in den Kasten. Der Kanzler. Wir wissen ja alle, dass es nicht der Kanzler ist und dass die Symbole hier auch, geändert worden sind. Herr Redfield, möchte ich gehen ehrlich gesagt auch nicht bitte zeigen. In den Kasten. Es mag jetzt jeder denken, wie er möchte, aber ja, Uncut wäre es schon geiler auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Er muss ein Spion sein, er schießt ihn! Hallo? Ich war noch nicht fertig. Ja, Uncut. Es ist geteilte Meinung. Ich sag einfach so und ich spiele es lieber gecuttet für euch. Und klar, man kann es uncutten. Weiß ich auch nicht. So. Das Blut ist Herr weg, die Kotze ist weg. Gehen Sie in den Kasten. Okay. Und bitte. Viel Glück, Sie wichtig Tour. Ach, der Abzug. Okay. Da rein. Einmal drücken. Und wieder zu. Ist es das, was ihr wolltet? Habt ihr euch das vorgestellt? Regime-Wichser! Dann sollt ihr das auch kriegen! Wunderbar! Wunderbar! Hat sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Blazkowicz! Oh, mein Gott! Er ist mehr als perfekt! Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield. Was zur Hölle ist das? Das ist meins. Fass nie wieder meine Sachen an. So. Hey, scheiß Kanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Essen. Essen. Ich will das Essen. Da ist Pizza drin. Schmeckt fast wie echt. Proteinwürfel. Okay. Das könnte die Alben sein, oder? Sieht fast so aus. Soll ich dir mal was sagen? Was? Hat Marianne umgebracht? Wirklich? Ja. Wie viele waren es bei dir? Wäre in Richtung war drauf. Na klar. Dann 8. Ich war auch mal in einem Feuergefecht. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln waren. Wo war das denn? Vor meiner Stationierung hier habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet. Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Genau. Und zwar das Kampfpistole, Laserding. Was haben wir hier eigentlich? Superladung, okay. Dieser Gewehr. Kann man nichts machen. Schockhammer. Das war die Pumpe.
Maschinenpistole, Sturmgewehr, machen wir Scharfschütze-Dings drauf. Okay. Kampfmods. Eiserne Lunge. Ausdauerschuh. Guck mal. Hier kann man es sehen. Und wir können die Mods nicht ändern. Gut. Viel Krawall. Schade. Viel Tote. Irgendwann schaut ich um die Ecke. Und wen sehe ich da? Wen? Den verdammten Terrorbilly.